Eine Wahrsagerin soll in den Karten gelesen haben, dass Michael seinen 40. Geburtstag nicht überleben würde. Jacko im ewigen Eis, das ist eher unwahrscheinlich, denn wir haben ihn in Japan getroffen. Die News. Das Michael Jackson-Imperium bekommt Zuwachs. Der Megastar lässt einen weiteren Freizeitpark bauen. Sein Wunschort Yokohama. Das gab Jackson heute bei einer Pressekonferenz in Tokio bekannt. Doch der King of Pop hat noch größere Pläne. Ich möchte auf der ganzen Welt Spielzeuggeschäfte unter dem Namen Wonderworld eröffnen. Der neue Jackson-Konzern soll aber mehr als nur Geld verdienen. Michael Jackson Japan will promote charity events. Wir werden damit Wohltätigkeitsveranstaltungen unterstützen, um denen zu helfen, die am meisten in Not sind, vor allem den Kindern. The children. Und das danken ihm seine Fans. Michael Jackson, der Popkönig, will wieder mal die Welt erobern. Diesmal allerdings nicht mit schriller Stimme und zuckendem Körper, sondern mit den Jacko-Vergnügungsparks. Einer ist ja bereits in Chicago geplant. Die nächsten drei sollen jetzt in Japan entstehen. Und Michael freut sich wie ein Schneekönig. In addition, Michael Jackson Japan. Die Firma Michael Jackson wird sich in Japan um Wohltätigkeitsveranstaltungen kümmern und mit den Einkünften unseren dringenden Wunsch unterstützen, den Ärmsten der Armen, vor allem den Kindern, zu helfen. Danke. Die Karatekämpfer. Der King of Pop wurde in Tokio vom Präsidenten der Weltkarateorganisation als Mitglied aufgenommen. Was diesen wohl dazu bewegt hat? Waren es Jackos Kampfschreie oder doch eher seine filigranen Schlag- und Tretbewegungen? Jacksons zweiter Karriere steht wohl nun nichts mehr im Weg. Michael Jackson, Happy Birthday, Jacko. Der King of Pop wird heute 40. Statt einer fetten Geburtstagsparty plant der erblasste Sänger allerdings eine riesige Trauerfeier. Eine Wahrsagerin hatte ihm nämlich vor 3 Jahren prophezeit, dass er an seinem 40. Geburtstag sterben werde. Und weil Michael sich ja für den Größten hält, soll seine Beerdigung noch pompöser als die von Prinzessin Diana werden. Sogar die Make-up-Experten haben schon genaue Anweisungen bekommen, wie sie ihn im Sarg schminken sollen. Im Tod möchte ich aussehen wie ein Junge, wünscht sich der Megastar. Falls Schminke also dazu nicht reicht, müssen die Gesichtschirurgen eben nochmal ran. Zeugläden und kauft sich, worauf sonst Kinder stehen. Jetzt macht Popstar Michael Jackson seine eigene Ladenkette auf. Zuallererst will er Kinder in Japan mit seinem Sortiment beglücken. Und das soll nicht etwa aus lebensgroßen Jackos, sondern aus Puppen und Teddybären bestehen. Einen Namen für seine Geschäfte hat der Sänger auch schon. Wunderwelt der Spielsachen wird die Kette heißen. Wir vermuten, wenn Michael so weitermacht wie bisher, wird er wohl auch in seinen eigenen Läden der beste Kunde werden.